Yo, was geht ab, Leute, und willkommen zum neuen Video. Heute habe ich für euch die Top-Partien-Prediction für den Donnerstag, den 20. Januar. Ja, Freunde, wie immer starten wir mit einem kleinen Recap auf die letzte Woche und leider haben wir nur eine Top-Partie richtig predicted. Spurs gegen Arsenal. Wie bereits im letzten Video erwähnt, war die letzte Woche schon sehr schwer zu predicten. Aber wir konnten dennoch einige Gewinne machen, obwohl der Markt relativ tot war für die Top-Partien. Da wir halt Richtung Team of the Year gehen und da eher der Hauptfokus drauf liegt. Ja, Freunde, Chelsea gegen Man City habe ich ja predicted. Meinte ich, sollte in Kovacic reingehen. Ist auf jeden Fall im Hype ein wenig gestiegen. Hier seht ihr es auf 1100 Münzen. Wenn ihr den für Abschlusspreis mitgenommen habt, auf jeden Fall ganz okay. Jesus auch leider nicht gekommen. Ne? Chelsea, Man City, ich weiß nicht, wie so eine Top-Partie nicht kommen kann. Auf jeden Fall ist der auch auf 1100 Münzen gegangen. Dann schauen wir uns Spurs gegen Arsenal an. Da habe ich euch einen Dele Alli zum Beispiel empfohlen. Und hier seht ihr schon am Graphen, der ist eigentlich nur noch nach oben gegangen. War dann am Donnerstag auf 900 Münzen. Wie bereits auch schon in den letzten Wochen wurden die Top-Partien auch dieses Mal geleakt. Habe ich dann auch in meiner Instagram-Story gepostet. Mit dem Hinweis, dass ihr dann die Spieler verkaufen sollt, die halt eben nicht drangekommen sind. Und die Spieler, die in die Top-Partie gekommen sind, erstmal noch halten sollt. Der vorne ähnlicher Verlauf hier mit Cedric ist auch in die Top-Partie gekommen. Deswegen war der hier auch auf 900 Münzen am Donnerstag. Dann schauen wir uns mal Spieler an, die nicht gekommen sind, aber dennoch ein bisschen im Hype angestiegen sind. Zum Beispiel ein Trimmel von Union, da hatte ich ja Union gegen Hoffenheim drin. War hier am Donnerstag bei 600-700 Münzen, konnte man auch hier für 500 mitnehmen. Nicht der größte Gewinn, aber generell letzte Woche konnte man nicht wirklich große Gewinne erwarten, habe ich aber auch bereits erwähnt. Freunde, bevor wir mit der Prediction für diese Woche starten, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch der Content gefällt. Wir steuern auf die 200 Abonnenten zu und es wäre sehr nice, wenn wir die noch voll machen können. Freunde, jetzt beginnen wir mit der Top-Partien-Prediction für diese Woche. Und Freunde, ich bin mir relativ sicher, dass ich mehr oder weniger alle Top-Partien drin habe. Es sind eigentlich relativ obvious, die Top-Partien. Deswegen zeige ich die euch mal. Wir haben zunächst einmal Man U gegen West Ham drin, 4. gegen 7. Wobei man beachten muss, dass Man U hier erst 20 Spiele hat. Hier die oberen 4 haben alle schon 22, bis auf Liverpool, die haben 21. Das ist auf jeden Fall diese Woche eins der Top-Spiele und deswegen schauen wir uns mal direkt den Markt an. Und hier seht ihr schon leider, wie auch in der letzten Woche, die Premier League-Spieler sind bei 800 Münzen. Auch hier bei West Ham, wenn wir uns mal generell den Markt von den Premier League-Spielern angucken. Ihr seht hier, der billigste ist bei 800. Kommen wir aktuell nicht drum herum. Wir haben halt so viele Upgrade-SBCs, wo die Spieler gebraucht werden. Plus wir haben jetzt noch ein bisschen Hype auf die kommenden SBCs, wo man auch Premier League-Spieler gebrauchen könnte. Und deswegen, Freunde, würde ich euch empfehlen, auch im Hinblick auf die zukünftigen SBCs, wo man sehr viele Gold-Rares abgeben muss, würde ich euch hier die Gold-Rares empfehlen. Ein Buy für 800 Münzen ist wirklich ein sehr guter Preis. Versucht den zu erbieten. Donny van de Beek, versucht den auch zu erbieten. Greenwood, Tominay, Martial. Alle, wenn ihr die für Abschlusspreis bekommt, wirklich top. Ich weiß, es ist aktuell schwer, die für 600-700 Münzen zu bekommen. Aber versucht es einfach und versucht die wenigstens für maximal 700 Münzen mitzunehmen. Ja, ihr habt schon gesehen, bei West Ham sieht die Lage ähnlich aus. Deswegen auch hier Michael Antonio mitnehmen für Abschlusspreis. Und ansonsten kann man hier auch noch einen Diop mitnehmen. Innenverteidiger Franzosen aus der Premier League sind sehr beliebt für SBCs. Dann kommen wir zum zweiten Kracher diese Woche. Milan gegen Juventus, 2. gegen 5. Sollte eigentlich auch eine safe Nummer sein. Wobei, ich zweifle ein bisschen an EA. Letzte Woche kam Man City gegen Chelsea nicht. Deswegen ist eigentlich nichts mehr eine safe Nummer. Wir gucken uns trotzdem mal hier die Spieler an und sehen bei Juve auch hier die Preisanstiege. Minimum 700 Münzen. Wenn wir uns mal hier generell die Serie A anschauen, finden wir unter 600 Münzen auf keinen Fall was. Deswegen ist 700 Münzen jetzt auch nicht overpriced. Nehmt euch da hier Perin, Rabiot mit. Die haben gutes Rating, gute Nationalität. Kann man auf jeden Fall auch in anderen SBCs verbauen. Für Milan gilt dasselbe. Auch hier Brahim Diaz, Rare-Karte. Bakayoko, Rare-Karte. Rebic, Rare-Karte. Plus noch ein 82er Rating. Sehr interessant. Ein Giroud könntet ihr auch noch mitnehmen. Wenn ihr den für 700 Münzen bekommt, für 950 Münzen, würde ich sagen, ist er schon sehr teuer. So, und jetzt fangen die Spiele an, bei denen ich mir eigentlich sehr sicher bin, dass die drankommen. Wer sich ein wenig in der Ligue 1 auskennt, weiß, dass das ein Stadtderby ist und dass es da auch sehr hitzig zugeht. Vor allem haben wir hier die Besonderheit, dass Saint-Étienne aktuell sehr schlecht in Form ist. Ist letzter Platz. Ist im Abstiegskampf. Bedeutet, die müssen da performen, auch noch im Stadtderby. Wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Auch hier das Problem, wie bei den ganzen Top-Ligen, dass die Spieler, auch die Non-Rares, schon bei 700 Münzen sind. Bedeutet, unter 700 kriegen wir hier nichts. Für 750 Münzen kriegt ihr einen 75er, würde ich ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Investiert da 50 Coins mehr, nehmt euch hier einen Lucas Paqueta mit. Thiago Mendes, Ekambi, Lopez auf jeden Fall, Awa auf jeden Fall, haben gutes Rating. Und ansonsten von den Non-Rares könnte auch Marcelo sehr interessant sein, weil er halt Brasilianer ist und gut zum Linken ist. Saint-Étienne auf der anderen Seite hat nicht wirklich gute Spieler. Ihr seht hier, was haben wir hier, 5, 6 Non-Rare-Karten.
Nehmt euch hier den Franzosen mit, den Innenverteidiger hier, Mokudi, 700 Münzen. Sollte passen, packt ihr euch ein, macht ihr nichts mit falsch. Freunde, gehen wir rüber in die Eredivisie und da haben wir Erster gegen Zweiter, PSV gegen Ajax. Und hier ist entweder oder angesagt. Entweder PSV gegen Ajax kommt oder es kommt Lyon gegen Saint-Étienne. Bin ich mir noch unsicher, weiß nicht. Stadtderby oder Erster gegen Zweiter, Titelrennen. Schwierig. Ich persönlich sehe da keine Präferenz, deswegen würde ich einfach von den ganzen vier Mannschaften die Karten mitnehmen und dann im Hype verkaufen. So, PSV hat hier auch keinen Spieler unter 600 Münzen. Ihr seht hier den Torhüter aus der Schweiz. Der ist bei 600. Ansonsten haben wir hier noch ein paar 75er, die auf 650 sind. Nehmt euch da einen Philipp Max mit für 700 Münzen, 80er Rating, Außenverteidiger. Bouchali, Franzose, gut zum Linken, Innenverteidiger. Ist sowieso immer in SBCs gebraucht, die Innenverteidiger. Könnt ihr auch noch in eine andere Nation linken. Super Typ. Und ansonsten nochmal fürs Rating Mario Götze, 82er Rating, wird für andere SBCs auch gebraucht. Kann nicht fallen. So, auf der anderen Seite haben wir Ajax und dort sind auch die Non-Rare-Preise schon bei 650, 700 Münzen. Deswegen konzentriert euch da eher auf die High-Rated-Goldkarten, zum Beispiel ein Taliafico, 82er Rating, 900 Münzen. Versucht den für Abschlusspreis zu bekommen. Und ein Steven Bergwijs würde ich auch noch mitnehmen. Hat ein 81er Rating, ist einer der günstigsten von PSV. Macht dir nichts mit falsch. So, dann kommen wir auch zur letzten Top-Partie für heute und das ist Nottingham Forest gegen Derby County. Wer englischen Fußball ein wenig verfolgt, weiß, dass das eins der hitzigsten Derbys ist. Da geht es wirklich sehr hart zu, auch mit den Hooligans, wirklich Eskalation da. Und auch hier relativ ähnliches Szenario wie in der Ligue 1. Wir haben eine Mannschaft im Mittelfeld, Nottingham gegen Derby County, Abstiegskandidat. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hitziges Spiel, kann ich euch versprechen. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass diese Top-Partie kommen wird. So, wir schauen uns mal hier die Spiele an. Und wir sehen, die Preise sind schon relativ hoch. Das liegt an der Ligen-SBC. Wir haben nämlich für die zweite englische Liga eine Ligen-SBC draußen. Und deswegen sind alle Silberspieler auf jeden Fall hier auf Minimum 700 Münzen. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Silberspieler, die werden nicht unter 700 Münzen gehen, aufgrund der Ligen-SBC. Andererseits ist 700 Münzen für eine SBC-Karte auch schon relativ teuer. Ihr müsst euch halt in die Lage hineinversetzen von jemandem, der diese SBC baut. Und wenn diese Top-Party kommt mit einem Anforderungsrating von, sagen wir mal, 65, da werden die wenigsten nochmal für 1 bis 2000 Münzen Silberspieler einkaufen. Deswegen werden die da eher auf die Bronzespieler zurückgreifen. Und hier haben wir relativ humane Preise, ne? 400 Münzen, die könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem hier Baba Fernandes, Innenverteidiger aus Portugal, kann man auch wieder gut in eine andere Liga linken. Aber ich würde dennoch auch hier Silberspieler mitnehmen und zwar Perfect Links. Zum Beispiel Torwart-Innenverteidiger. Worrell ist der Innenverteidiger und zum Beispiel Smith der Keeper. Nehmt euch am besten noch einen Innenverteidiger mit, dann habt ihr da hinten ein Dreieck, seid durchgelinkt, braucht euch keine Kopfschmerzen mehr machen über die Liga. Für Derby County gilt genau dasselbe, auch hier sind die Bronzespieler noch relativ billig. Die Silberspieler hingegen auf Minimum 650, 700 Münzen wegen der Ligen-SBC. Auch hier am besten Torwart-Innenverteidiger mitnehmen. Wir haben hier zum Beispiel Stearman als Innenverteidiger aus England. Dann haben wir den Goalkeeper Alsop, ist auch Engländer. Und Davis, auch nochmal Innenverteidiger aus England. Heißt, ihr habt da so viele Perfect Links, seid auch wieder durchgelinkt. Und wie gesagt, auch hier ein paar Bronzespieler mitnehmen. Zum Beispiel den Stürmer aus England für 200 Münzen. Den Rechtsverteidiger für 200 Münzen. Dann haben wir hier noch einen Innenverteidiger. Außenverteidiger, Innenverteidiger, könnt ihr alle einpacken und dann entweder im Hype auscashen oder darauf hoffen, dass die Top-Party kommt und dass die Spieler noch ein wenig ansteigen. Ja, Freunde, das war's mit dem Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao, ciao.